Ich habe ihr noch nicht gesehen. Und ich habe deine, wie groß deine ist. Okay, warte. Wir drehen ihn einfach dann um, dass ich deine sehe und du meine. Okay. Okay? Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt darf ich losfahren, hat Sarah gesagt, nachdem ich mich vorgestellt habe. Hallo, ich bin der Dominik. Schatz, du musst schon mal alles ins Lächerliche ziehen, was ich sag, ey. Meine Crew und ich sind wieder on Tour. Und zwar fahren wir heute zum Pumpkin Patch. Keine Ahnung, was es ist. Ich wurde nur dazu verdonnert, dorthin zu fahren. Es ist ungefähr 30, 35 Minuten von unserer Wohnung entfernt. Und es handelt sich um Kürbisse. Ja. Und entweder gibt es dort fleischfressende Kürbisse oder Kürbisse, die, weiß ich nicht. Schatz, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich selber nicht genau, was es ist. Ich habe jetzt im Internet ein bisschen geguckt und es sah richtig cool aus. Laut Navi sind wir gleich da. Schau mal, da fliegen Kürbisse. Wow, seht ihr die? Falls jemand interessiert, wo wir sind jetzt in Culver City. Pumpkin Patch, und das gibt es immer so um die Halloween-Zeit, also halt Kürbiszeit. Weil da gibt es ganz viele Kürbisse. Zur Kürbiszeit gibt es ganz viele Kürbisse. Eine weitere Sarah-Weisheit. Ja, Dominik hat gestern zu lange High Heels angehabt. Dass er jetzt das? Blasenpflaster braucht. Ha? Du musst hier nur eine Schicht abziehen und dann dir auf die Ferse kleben. Zeig mal her, Baby. Siehst du das? Was, Schatz, ist das so eklig? Ja. Schatz, wir sind da. Welcome. Jetzt pass mal auf. Du bist so blöd. So sieht der Eingang aus. Ja, und dann gucken wir mal. Oh Baby, wir müssen auch noch schnitzen dieses Jahr. Wir müssen eine Challenge machen. Wer schnitzt den schöneren Kürbis? Ich verwette alles, was ich habe. Das? Ich das besser kann als du. Nein. So, mein Schatz, jetzt erklär mir mal, was man hier macht. Also, hier können Kinder spielen, sich schminken lassen. Wir können Kürbisse kaufen, was ja auch mein Plan war. Wir können auf die Hüpfburg gehen und schöne Instagram-Bilder machen, so Pumpkin-Bilder und so. Das oder? Ist eine ganz seltene Spezies an Kürbissen, die man auf gar keinen Fall treten darf, weil sie sonst explodieren. Ich glaube, die sind perfekt zum Schnitzen, oder? Sollen wir die mitnehmen, Maus? Ja? Also jeder darf sich einen aussuchen. Weil okay, ich habe schon einen. Ich nehme dich. Warum so einen großen? Du hast gesagt, jeder darf sich einen aussuchen. Ich habe mir einen ausgesucht. Ist das deine Wahl? Ich glaube, das ist meine Wahl. Den nehme ich mit. Der ist sehr schön. Mia hat auch schon eine Wahl getroffen. Mia gibt einen kleinen. Schau mal, Mia. Mia, komm mal mit. Sag Mama, du musst da aber mit mir rein. Aber wie süß haben die das bitte hier alles aufgebaut. Das ist dein eigenes kleines Kürbishäuschen. Also wir haben jetzt die drei Kürbisse gekauft. Und etwas auch zum Schnitzen. Ne? Zeig mal her, hier, das hier. Ganz liebe Grüße gehen heute an Anne Ziems. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Leider weiß ich nicht, wie die Aufnahmen im Pumpkin Patch geworden sind, aber das ist auch völlig egal. Denn wir sind jetzt zu Hause. Wir haben Kürbisse gekauft. Jeder hat sich seinen eigenen Kürbis ausgesucht und wir haben uns gegenseitig herausgefordert. Deswegen machen wir jetzt eine Challenge. Klingt logisch. Das machen wir.
Hier ist unser Arbeitsplatz für die nächsten Stunden. Das ist Dommys sein Kürbis und ich muss schon sagen, ich bin schon etwas neidisch, weil der ist echt schön. Ja, und das ist mein kleiner Krüppel. Du wolltest ein kleiner. Ja, ich dachte, dass es einfacher ist irgendwie. Ja, und dann hat Sarah gegoogelt und dann hat sich herausgestellt, dass größere Kürbisse einfacher sind zu schnitzen. So ist es. Dann würde ich mal sagen, auf die Plätze. Fertig. Los. So, also ich gucke jetzt erstmal kurz, was ich da mache mit meinem Kürbis. Ich muss ein bisschen Inspiration holen. Ja, stimmt. Das ist Nummer 1. Vorbereitungsfall. Das gibt echt coole, aber man schön. Weiß, dass man das nicht hinkriegt. Ich schnitze eigentlich so richtig jetzt Kürbis zum ersten Mal. Ich hab's mal als Kind gemacht. Ja, der macht nur so zwei Löcher und einen Mund rein. Übrigens oben bei dem I. Sorry. Eine Umfrage reingetan. Ihr könnt abstimmen, was ihr denkt, wer besser sein wird. Ja, weil ich eine Frau bin. Und Frauen haben grundsätzlich sowas besser drauf wie Männer. Kann ich mich ja vom Gegenteil überzeugen. Also ich habe auch mein. Ich habe jetzt auch ein Beispiel. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, oder? Dann hole ich meine Geheimwaffe raus, von der ich dir nichts erzählt habe. Hä? Habt ihr den Gesicht aus gesehen? Ich sehe schon, am Ende haben wir das gleiche. Oh, das fängt ja schon an. Oh, das war das nicht so gut. Ach, ist das Messer nicht gut? Schatz, das ist das gleiche. Nee, größer. Hier Masse. Mein Kürbis ist ausgeholt, wenn man das so sagt, genau. Und ich habe versucht, hier oben so einen gruseligen Stern zu machen, der nicht so ganz perfekt ist und nicht so gruselig ist. Aber ich glaube, das wird dann am Ende schon cool aussehen, wenn der dann so da drauf steht. Im Gegensatz zu deinem langweiligen. Meiner steht dann so drauf. Ich habe nämlich einen Boxerhaarschnitt. Ah, okay. Boah, ich hab doch noch einen Krampf. So, ich weiß nicht, ob ihr meine Zeichnung erkennen könnt, aber das erste Auge ist schon fertig und ich finde, es ist mir schon sehr gut gelungen, aber es ist übelst schwierig, diesen Bereich so zu machen. Naja, aber ich mache jetzt mal hier die Hälfte von dem Mund. Ja, das ist echt. Ich habe mir keinen einfachen ausgesucht. Ich glaube, ich bin nicht beschäftigt bis morgen früh. Hier mal ein Zwischenstand von mir. Meine Augen sind fertig und hier habe ich angefangen und ich finde, es wird, glaube ich, richtig gut. Wie läuft es bei dir, Schatz? Der schwierige Teil kommt jetzt erst. Dann nimm mal und zeig mal dein Ergebnis bis jetzt. Meine Augen habe ich soweit fertig, aber jetzt kommt das Schwierigste. Der komplette Part hier. Und muss ich mal schauen, wie ich das am besten hinkriege. Überall Kürbis. Also ich habe schon gedacht, dass das viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber es nimmt noch mehr Zeit in Anspruch, weil ich nehme das richtig ernst. Aber ich muss sagen, ganz kurz, aha, es macht auch mega Spaß. Wie lange sitzen wir jetzt schon da? Über eine Stunde, gell? Und das Geilste ist, Mia schläft einfach. Die macht gerade schon über eine Stunde Mittagsschlaf. Das heißt, wir hocken hier wirklich voll entspannt da und schnitzen unsere Kürbisse. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, auch gleich nochmal runter zum Supermarkt zu gehen und noch Teelichter zu kaufen, weil wir müssen unbedingt den Leuchttest machen. Schaut mal, wer da wieder wach ist und so lange und so gut geschlafen hat. Die ist total fasziniert gerade von den Kürbissen, was wir hier gemacht haben. Sag, das waren Kürbisse und jetzt stehst du auf und jetzt sind es Monster. Hast du es jetzt dann? Ja. Ich bin voll stolz auf meinen. Bist fertig? Okay. Ich habe ihr noch nicht gesehen. Und ich habe deine, wie groß deine ist. Okay, warte.
Wir drehen ihn einfach dann um, dass ich deinen sehe und du meinen. Okay. Okay? Eins, zwei, drei. Oh! Boah, okay, deiner ist auch krass. Deiner ist nicht schlecht. Boah, der ist gut geworden, Schatz. Okay? Boah, Schatz, wir haben schon Meisterstücke gezaubert, finde ich, gell? Ich glaube, damit hat keiner von Team Hermesen gerechnet, oder? Also Mundpartie sind beide krass, glaube ich. Dreh mal ein bisschen mir, die ist wieder fast nicht mehr. Schau mal. Oh, wo ist das? Also das Problem ist, bei meinem sieht man, glaube ich, den Effekt mit den Zähnen, erst wenn die Kerzen drinnen sind. Und jetzt schau mal bitte, wie böse meine aussieht, wie viel Mühe ich mir mit den Zähnen gegeben habe. Das war schon krass. Gell? Ich hatte Angst bei meinen Zähnen, dass sie brechen. Schatz, wir sind wie so kleine Kinder rum. Da ist jetzt Hallo. Komm, wir gehen jetzt Teelichter kaufen. Ja. Okay. Bist du schon fündig geworden? Die Frage ist, wie viele wir brauchen. Keine 50. Nee, die 8 Stück reichen. Echt? Ich glaube, ich bin zweimal. Sicher, sicher. Was ist das? Das sind so Lichter für ein Pumpkin. So Pumpkin Lights. Aber manche machen ein schönes Licht. Ja, okay, Kerzen flattern halt so ein bisschen. Ich glaube, Kerzen sind schon schöner. Hast recht. Hi! Hallo! Boah, zeig mal! Schatz, wir machen gleich nochmal welche. Oh, da sind noch viel, viel mehr. Ja. Boah, schau mal. Ich hätte da Team Harrison reinschnitzen können. Boah, krass. Okay. Mit sogar Schablonen, oder was? Ja, ist das langweilig. Ich glaube, wir starten die Challenge von vorne. Ja. Also, wir tun zurückspulen. Ja, Mann, das ist ein ganzes Buch drinnen. Echt jetzt? Ja, ja, schau. So eine Katze oder Eule. Ach krass. Bist du bereit, Schatz? Für? Die Sensation. Ja. Mach mal zu. Was? Müssen ganz dunkel machen erstmal. Okay. Den Roller runter und in den anderen Zimmern die Türen zu machen. Ja. Ja, ich mache hier noch die Türe zu. Ja. Die Kürbisse sind in Position. Licht aus. Kerzen an. Voll schön finde ich die. Hammer. Richtig geil. Aber jetzt wirkt meine auch. Die Zähne, weißt du, was ich gemeint habe vorhin? Ja, das sieht richtig schön aus. Oh, jetzt bin ich voll in Halloween-Stimmung. Kommentiert mal unten in den Kommentaren, welchen ihr persönlich schöner findet und wie ihr findet, wie wir uns geschlagen haben. Dann hoffen wir, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Tschüss.